Namen. Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hallo und herzlich willkommen zum Vergleich von Akt 3, Ray, Sailor Mars, zwischen dem Sailor Moon Manga, also der Neuauflage, und dem neuen Sailor Moon Crystal Anime. Vorneweg, Akt 3 weist eigentlich mehrere kleine Änderungen auf, aber nicht wirklich große gravierende. Akt 3 startet im Manga, so wie in der Sailor Moon Crystal Folge, mit dem dunklen Königreich. Jedaito bekommt Ärger von Königin Perilia bzw. Queen Beryl, da er gegen die Sailor-Kriegerinnen immer wieder verloren hat. Daraufhin mischt sich eben auch Nefleeta ein bzw. Nefraito und Zeusaito, also Zeusite. Alle drei wollen allerdings wissen, warum sie denn den Silberkristall suchen sollen und was dieser Silberkristall denn für eine Macht hat. Königin Perilia erklärt ihnen das dann. Inzwischen ist Rei Hino in ihrem Tempel und betet zum Feuer. Sie spürt, dass irgendetwas Böses auf dem Weg zu ihnen ist. Genau wie im Anime sieht man auch im Manga kurz, wie Mi-chan, Reis kleine Freundin, die immer beim Tempel spielt, bis der Bus kommt, schließlich zum Bus aufbricht und von diesem eben mitgenommen wird. Rei ahnt weiterhin nichts Gutes, erkennt Jedaito allerdings auch noch nicht. Inzwischen werden in der Schule bei Bunny bzw. Usagi immer wieder Gerüchte über den 6-Uhr-Bus, der auch vor dem Hikawa-Tempel, in dem Rei zu Hause ist, hält, seltsame Sachen erzählt. Dass eben immer mehr Leute in diesem verschwinden. Im Anime verwendet Luna teilweise sogar dieselben Worte, wie sie auch im Manga verwendet werden. Daraufhin folgt im Manga eine kurze Vorstellung von Usagi, die eben erzählt, dass sie Sailor Moon ist, beziehungsweise eben auch Unterstützung von Sailor Mercury, also Amy oder Ami, bekommen hat. Woraufhin sie dann eben nach der Schule sich mit Ami im Crown Center trifft zum Spielen. Eigentlich ja zur Beratung, aber Usagi ist eben am Spielen und Luna und Ami unterhalten sich über die Situation, wie sie gerade ist. Auch, dass Usagi nach dem Videospiel eben 2 Uhren erhält, wovon sie eine Ami gibt, ist im Anime gleich. Diese Uhren werden eben später als Kommunikationsmittel verwendet. Im Manga sieht man nur noch ganz nett, das fand ich sehr süß, dass Luna die Uhren eigentlich erst modifiziert. Im Anime sind sie das bereits. Ami muss daraufhin zu ihrem Seminar und Usagi will nicht, dass sie alleine lässt. Also erzählt ihr Ami, dass sie im Bus immer ein wunderhübsches Mädchen trifft, das sie ihr gerne zeigen würde. Also geht Usagi mit zur Bushaltestelle, wo im Manga noch explizit Umino auftaucht, welcher im Anime nicht ist. Im Bus schließlich treffen Usagi und Ami dann wirklich auf Rei und Usagi ist im Anime wie im Manga so begeistert von ihr, dass sie ihr eben folgt an der Haltestelle, wo sie aussteigt und ihr dann sogar zum Tempel nachschleicht. Dort wird sie eben von Phobos und Deimos, den beiden Krähen bzw. Raben von Rei, angegriffen und Rei denkt, dass Usagi der böse Geist ist, den sie schon die ganze Zeit wahrgenommen hat, was natürlich nicht der Fall ist. Im Anime läuft die Sache eigentlich ganz genauso ab. Sie entschuldigt sich dann eben bei Usagi. Und diese ist nicht weniger begeistert von Rei, weil sie sieht, dass sie eben eine Tempelpriesterin ist und findet das eben total cool. Im Tempel schließlich taucht dann auch die Mutter von Mi-chan auf und erzählt Rei eben, dass Mi verschwunden ist. Und es wird ein bisschen darüber diskutiert, dass es anscheinend an diesem 6-Uhr-Bus liegt. Luna spürt im Manga wie im Anime, dass mit Rei irgendwas ist und geht auch davon aus, dass sie in einer gewissen Weise zu ihnen gehört. Im Manga gibt es dann noch einen kurzen Einschnitt von Jedaito und Nefraito, den es im Anime auch gibt, allerdings etwas später als hier im Manga. Am nächsten Tag wird in der Schule von Usagi erneut eben über das Verschwinden der Leute gesprochen und Usagi fragt sich mit Luna, was da eigentlich los ist und möchte nochmal zum Tempel gehen. Hier wird im Anime nochmal eingespielt, dass sie sich auch mit Ami in der Schule trifft und die beiden sich über die Uhren freuen. Im Manga geht es eben gleich weiter, dass Usagi schließlich in den Bus steigt, um zu Rei zu fahren und trifft dort eben auch auf Mamoru, der anscheinend mitbekommt, dass Luna reden kann, was Usagi dann versucht zu vertuschen.
sie aber dennoch Herzklopfen bekommt und nicht genau weiß, warum und was überhaupt los ist. Ist im Anime auch eine sehr schöne Szene, wurde aber auch beibehalten. Als Usagi dann am Tempel schließlich ausgestiegen ist, trifft sie auf Rei, die von einer Horde Mütter belagert wird, die sie um Hilfe bitten, weil sie doch angeblich magische Kräfte besitzt. Rei erklärt den Müttern allerdings, dass ihre Kräfte nicht so weit fortgeschritten sind, dass sie die Kinder, die vermisst werden, finden könnten. Und schickt die Leute dann auch gleich wieder weg. Im Anime kommt hier zusätzlich rein, dass Usagi nicht nur von Weitem zuschaut, wie sie es eben hier im Manga macht, sondern im Anime mischt sie sich sogar ein und verteidigt Rei oder versucht es zumindest. Es ist auch so, dass im Anime Rei Usagi dann von sich etwas erzählt und dass sie eben mit ihren magischen Kräften nicht so wirklich zurechtkommt. Das gibt's im Manga auch nicht. Dort ist es gleich so, dass Rei wieder beim Beten gezeigt wird und erkennt, dass Usagi in Gefahr gerät, indem sie von jemandem Bösen angegriffen wird. Usagi macht sich derweil auch auf den Weg zum 6-Uhr-Bus, um diesen eben zu erkunden und muss dann feststellen, dass Rei von diesem eben entführt wurde. Kurzerhand verfolgt Usagi den Bus und verwandelt sich eben in eine Stewardess, weil sie für den Komfort der Gäste zuständig sein möchte und folgt dem 6-Uhr-Bus, der von Jiraito gefahren wird, in eine andere Dimension. Luna schafft es nicht in den Bus, was im Anime auch so ist. Sie wird eben von Tuxedo Mask aufgefangen und bleibt in der normalen Dimension, während Usagi ganz alleine in das Dunkle Königreich gezogen wird. Im Anime wie im Manga ist es dann so, dass Usagi durch ihre Uhr Ami kontaktiert und diese versucht, sie eben in dieser anderen Dimension zu finden. Im Anime ist es so, dass Ami sie nicht wirklich finden kann und Usagi darum bittet, sich zu verwandeln, damit sie durch die aufkommende Energie der Verwandlung sie besser lokalisieren kann. Im Manga ist das ein bisschen anders. Sie schafft es aber trotzdem zu Usagi, aber die beiden verwandeln sich dann eben erst, wenn sie in der Dimension sind. In der anderen Dimension nimmt Jiraito Rei als Geisel und Sailor Moon und Sailor Mercury versuchen sie eben zu befreien, was aber nicht wirklich hinhaut, da Jiraito Sailor Mercurys Nebel gefrieren lässt. Im Anime ist es eben so, dass Luna mit Ami in die andere Dimension gelangt ist. Im Manga bleibt Luna zurück und verständigt sich mit den anderen nur über ein Headset über den Laptop. Im Anime wird der ganze Kampf dann auch ein bisschen weiter ausgebaut, indem Rei sich selbst von Jiraito befreit und eben ihren Verwandlungsfüller von Luna erhält. Im Manga ist es einfach so, dass Sailor Mercury bzw. Ami eben den Stift schon von Luna erhalten hatte und ihn Rei mit in die andere Dimension bringt. Rei verwandelt sich dann schließlich in Sailor Mars und zerstört im Manga auch Jiraito. Im Anime ist dies nun anders gehalten, da Jiraito überlebt. Er beamt sich praktisch nur fort und stirbt nicht, wie es im Manga eben ist. Daraufhin ist es dann auch so, dass eben Ami, Rei und Usagi die Kinder befreien können und sie wieder mit in die andere Dimension nehmen. Rei ist daraufhin ein bisschen verwirrt, warum sie jetzt Sailor Mars ist und wie das alles ausschaut, ist im Anime aber eigentlich auch nicht anders. Nur am Ende des Kapitels wird im Manga nochmal Nefraito bzw. Zuraito gezeigt, weil die beiden sich darüber aufregen, dass eben einer der großen Vieh aus dem Königreich des Dunkeln von den Sailor-Kriegerinnen vernichtet wurde. Diese Szene wird im Anime ausgelassen, da Jiraito ja nicht wirklich gestorben ist. Im Anime wird auch am Ende nochmal gezeigt, wie Rei auf Mi-chan trifft und ihr erklärt, dass sie eben von den Sailor-Kriegerinnen gerettet wurden und dann eben mit den anderen drei glücklich weggeht, weil sie jetzt endlich weiß, wofür ihre Kräfte, die sie schon jahrelang hat, nun wirklich gut sind. Im Manga ist das Kapitel beendet und wir freuen uns auf Akt 4, Maskerade.